Leib und Seele, so heißen die Stellen, wo die Lebensmittelspenden der Berliner Tafel an Bedürftige verteilt werden. Kerstin hat es am Anfang viel Überwindung gekostet, herzukommen. Ja, man kommt sich als das vor, was man ist, als eine Randfigur der Gesellschaft. Deshalb kommt sie nur her, wenn sie gar kein Geld mehr hat. Bei Leib und Seele treffen wir auch Inge, die ehemalige Goldschmiedin, wieder. Kerstin und Inge sind froh, hier auch gute Kleidungsstücke zu bekommen, kaufen sonst nur in Second-Hand-Läden, selbst ihre Schuhe. Anfang des Jahres, als es so warm wurde, ich hatte nur noch Halbschuhe, mit denen ich rumlaufen konnte. Und dann habe ich mir überlegt, ich hätte so gerne Sandalen. Und zwei Wochen später gucke ich da drüben bei den Schuhen und dann finde ich meine Schuhe. Samstag beim Imbiss von Michael und seiner Frau Monika. Es ist der Höhepunkt der Woche. So, Zahltag. Mit Spannung wird der Inhalt des Krugs mit dem Flaschengeld gezählt. Das Ergebnis ist nicht schlecht. Insgesamt fast 100 Euro. Das macht 50 Euro für die Punks, 25 für Mama und 25 für Scotty. Eine Woche, 25 Euro. Das ist eigentlich gut. Nicht schlecht. Der Tag hat nur 24 Stunden. Scotty will den Sommerschlussverkauf nutzen. Für die Familie zählt jeder Cent. Deswegen ist auch jede leere Flasche so wichtig. Manche sagen 25 Cent, weg damit. Bin ich zu bequem, im Laden zu laufen, wegen zwei, drei Flaschen. Manche sagen sich, 25 Cent ist viel Geld für mich. Wenn ich zum Bäcker gehe und möchte ein Brötchen und habe nur 20 Cent und der eine fehlt, kriege ich ja kein Brötchen. Scotty braucht dringend eine kurze Hose, etwas zum Wechseln. Denn er hat nur eine und der Sommer ist heiß. Von Mutters Haushaltsgeld wäre die nicht drin. In dieser Modebranche etwas zu teuer. Selbst wenn es ausverkauft ist. Ja. Ohne Flaschengeld hätte es in diesem Sommer wohl keine zweite Hose gegeben. Scotty rechnet den Preis in Sammelzeit um. In zwei Wochen und anderthalb, wenn es gut läuft. Aber hat sich gelohnt, die Mühe? Ja, hat es ziemlich gelohnt. Während die Familie Flaschengeld ausgibt, sorgt Michael für Nachschub. Die leeren Flaschen kann ich mitnehmen, ja? Würde ich gerne selber mitnehmen. Ja, gut, also, okay. Seitdem Michael arbeitslos ist, hat er schon viele Bewerbungen geschrieben. Alle ohne Erfolg. Doch jetzt ist seine Hoffnung wieder gestiegen. Das Amt für Abwasser sucht einen neuen Maschinisten. Und ich weiß nicht, wie viele Bewerber dort sind. Doch ich denke, dass ich eventuell eine gute Chance habe. Auch für Kerstin gibt es eine gute Nachricht. Als Wiedereingliederungsmaßnahme hat sie eine sogenannte Mehraufwandentschädigungsstelle in einem Lebensmittelladen bekommen. Also ich bin in einer glücklichen neuen Situation, endlich eine MAE-Stelle bekommen zu haben. Die macht mich zwar auch nicht besonders reich, also ich weiß noch nicht genau, wie viel mehr ich bekomme, aber ich rechne so mit 100 Euro. Ja, und mal schauen. Also ich habe Privatschulden und wie gesagt, viele, viele Löcher zu stopfen. Also es gibt unendlich viele Gründe, um sorgsam mit dem Geld umzugehen. Und das heißt vorerst auch weiter Flaschen sammeln und abgeben. Das eigentlich notwendige Besohlen ihrer Schuhe muss erst mal warten. Heute will sie sich endlich etwas gönnen. 2,70 Euro kostet die Berliner Weiße. Das sind für Kerstin 11 Plastikflaschen à 25 Cent. Mühe, die sich gelohnt hat. Ich kann durchatmen und fühle mich mal wieder wie ein normaler Mensch unter normalen Menschen. Trotz Arbeitslosenunterstützung kann auch Dietmar auf das Flaschengeld vorerst nicht verzichten. Knapp 300 Euro Miete muss er für sein Zimmer zahlen und Unterhalt für seine Familie. Noch einmal sammeln, das sind 10 Euro. Kann man keine zwei Tage schon fast davon leben wieder. Noch ist er um jeden Flaschencent froh, möchte aber nicht Zeit seines Lebens zu den Flaschensammlern gehören. Also wenn ich es von der Arbeit her nicht mehr nötig habe, dann werde ich es auch bleiben lassen. Vielleicht, wenn ich in der Rente wieder bin, dann, wenn ich zu wenig Rente habe, ja. Inge wird weiter Flaschen sammeln, wird es müssen, möchte aber andere Menschen aufrütteln. Gerade die, die abwertend gucken, ich denke, die überlegen sich das nicht, dass ihnen das auch passieren könnte. Und wenn mir jemand vor 20 oder 25 Jahren
gesagt hätte, wie mein Lebensweg aussieht, ich hätte gesagt, du spinnst. Michael sieht seine Zukunft ganz nüchtern, selbst wenn er den neuen Job im Amt für Abwasser bekommt. Weiter sammeln auf alle Fälle, denn das ist bares Geld, was auf der Straße liegt.